Sachen. Ja, zweite Woche Reha überstanden. Ich denke, ich habe mich hier so ein bisschen eingeguckt, wie das alles funktioniert und wie das alles abläuft. Und an für sich geht es mir ganz gut. Ich hatte jetzt nur am Wochenende so ein kleines Down, da hatte ich Heimweh und mir ging es nicht so gut. Ich habe ein bisschen das Zuhause vermisst, meine Family vermisst, meine Tierchen vermisst. Das Wochenende war so ein bisschen down, aber so langsam geht es wieder aufwärts. Da hat man halt auch wieder diese Schwanken, was halt ja auch ein bisschen so ein Depressionsding ist. Aber ich konnte mich der Spirale entziehen, bevor sie halt wirklich komplett eskaliert. Dementsprechend, ich hatte am Ende der Woche jetzt nicht so viel auf Sachen Bock, habe nichtsdestotrotz trotzdem an allem teilgenommen, auch heute, auch wenn ich null Motivation hatte, irgendwo hinzugehen, um irgendwas zu machen. Habe ich fleißig alles mitgemacht und bin auch ganz stolz für mich auf mich, dass ich halt mir keine Ausreden gesucht habe. Ich habe schon drüber nachgedacht, um zu sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf Nordic Walking. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Fuß verstaubt oder mir irgendwas verdreht bei der Wirbelsäulengymnastik, muss ich ja nicht mit. Aber ich gesagt, nee, damit fangen wir gar nicht erst an. Und den inneren Schweinehund muss ich hart kämpfen. Ich musste wirklich hart kämpfen, dass ich den inneren Schweinehund dann einfach besiege und dann doch hingehe zu allem, weil ich hatte heute den ganzen Tag keinen Bock. Mittlerweile, nach dem Therapeutengespräch, ist bei mir echt gut jetzt verlaufen, haben noch ein bisschen über Depressionen geredet, dass sich halt diese Spiralen sehr schnell passieren und generell ein paar Übungen, die oder ein paar Sachen, die mir halt helfen, ist halt persönlich auf mich zugeschnitten, weil jeder Mensch arbeitet anders, dass ich halt zum Beispiel, ich habe immer noch ein großes Problem, rauszugehen, bei Menschen zu gehen, bei Menschenmassen zu gehen, ist komplett deleted. Wenn einer dabei ist, den ich kenne, gehe ich mit einem Freund, Familie, ganz was ich, irgendwo hin. Ausnahme Einkaufs beim Lidl, Aldi, Rewe, dann nicht. Da ist es noch, schnürzt mir immer noch der Oberkörper zusammen. Also sonst hätte ich ein richtig enges Korsett an. So. Aber ansonsten habe ich Family, Freunde bei mir, kann ich rausgehen. Kein Problem, aber wie ich gehe alleine irgendwo hin, wo ein paar mehr Menschen sind 10 Menschen sind dann schon zu viel, funktioniert gar nicht. Und Option jetzt erstmal für mich, ich gehe mit Freunden dahin und akklimatisiere mich ein bisschen. Und das ist schon immer so gewesen, dass ich halt lieber mit jemandem unterwegs bin und alleine nicht so gerne unterwegs bin. Hat mich jetzt auch groß nie gestört. Nur dass dann halt mit dem Einkaufen ist halt auch schon ein bisschen, das stört mich schon, weil einkaufen muss man halt ab und zu mal doch gehen und es ist ja, man kann es ja nicht immer auf jemand anderen abwälzen, dass jemand für einen einkauft. Na gut, dass ich nicht alleine wohne, sondern dass meine Mom bei mir ist, die nimmt dann den Einkauf, aber so kann es ja auch auf Dauer nicht gehen. Deswegen muss ich da ein bisschen üben und mich quasi desensibilisieren, dass man dann immer halt immer ein bisschen mehr mitgeht, ein bisschen mehr einkaufen geht, man macht das halt zusammen. Und dann vielleicht mal sich im Einkaufsladen mal ein bisschen trennt und etc. etc. ein bisschen weiter. Generell auch einfach nochmal meine. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man diese Angst hat, wenn einem irgendwas zuschlägt oder generell Angst. Es gibt sehr viele Sachen, die einem helfen können, was mir halt auch in der Tagesklinik erarbeitet haben für mich. Was mir halt sehr hilft, ist halt atmen. Tief einatmen, tief und ausatmen. Das ist für mich, was halt so ein Löser ist gegen die Angst oder gegen die Panik fast. Ja, aber da muss jeder selber gucken, was einem hilft. Manche haben Skills, so Ringe oder halt, es gibt auch diese Ringe mit so Spikes quasi dran, wo man dann halt ein bisschen rauer hat, dass man dann ein bisschen mehr spürt. Andere haben so ein Flitscheband. Und da muss jeder für sich mal gucken. Ich sag, mir hat das Atmen, ich atme mich frei, das hilft mir. Luft ist gut, Luft kriege ich eh zu wenig, daher. Aber da kann ja jeder für sich, falls ihr Angst habt oder so, so auch diese Angstdinger kennt, sucht euch Hilfe, wenn es nur die Telefonseelsorge und in der Beschreibung ist. Wenn es euch immer scheiße geht und gerade wenn es euch länger scheiße geht, meldet euch da unten. Das ist so ein, finde ich persönlich, ein guter Anlauf, ein guter erster Anlauf, weil es ist halt nicht so erschreckend, wenn man direkt zu einem Psychologen geht, sondern man hat einfach jemanden an dem Sorgentelefon. Klar sind auch Psychologen da, aber einfach Leute, die einem einfach zuhören über das Telefon, ist nicht so persönlich, ist ein bisschen abfremdender und dann fällt es leichter wahrscheinlich oder vielen, also mir fällt es auf jeden Fall leichter, auch wenn ich telefonieren hasse, fällt es leichter über das Telefon so scheiß Probleme anzusprechen, wie wenn ich das so
von Gesicht zu Angesicht, weil da habe ich auch immer noch ein Riesenproblem, dass ich ehrlich einmal zu mir und einmal zu anderen bin, dass ich viele Sachen einfach verschweige und ja, da muss man auch schon arbeiten. Hat auch niemand behauptet, dass das einfach ist, sondern es ist halt anstrengend, egal was man hat. Wenn was nicht funktioniert, ist das immer schwierig. Es geht kaputt, geht es einfacher, ganz zu machen ist immer schwieriger. Man hat schneller was kaputt gemacht, man hat blöd irgendwie mal irgendwas erwischt und zack, bumm, kaputt. Und aber das wieder zu fixen ist halt nicht so einfach. Gerade wenn es halt in der Psyche ist, sind ja meistens schon länger wirrende Sachen, die sind ja schon eine Weile nicht im Argen und es wird immer schlimmer und den ganzen Mist wieder zu kitten ist halt schwierig und ja, deswegen. Und in der Beschreibung geht unbedingt, wenn es euch schlecht geht. Auch wenn ihr einfach mal einen schlechten Tag habt, dann ruft da an, ihr kriegt dann immer, ihr findet immer Gehör. Die haben auch eine E-Mail und ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jeder findet da bestimmt irgendwas, um sich halt einfach von der Seele zu reden, wie es so aussieht. Gibt viele Hilfeangebote. Ist es wichtig, dass man mal drüber spricht und einfach wichtig, dass man sich auch Hilfe suchen kann, wenn es halt einem scheiße geht. Wir haben ja hier das Glück immer noch, dass das über die Krankenkassen und sonst was viel getragen wird. Auch wenn man lange warten muss teilweise oder leider sehr oft lange warten muss, bis man auch einen Termin bei einem Therapeuten hat oder bei einem, was war das? War das der Psychologe, der nur die Medis verschreiben kann oder Therapeut, ach keine Ahnung, ich blick da immer noch nicht durch. Es gibt irgendwie mehrere Sorten. Eine sind halt Therapeuten, die halt mit einem viel reden und so Verhaltenstherapie und hast du nicht gesehen und der eine verschreibt halt Medikamente, die auch helfen können. Gerade für den Anfang ist so irgendwas, egal was, Hauptsache es geht in eine richtige Richtung oder eine andere Richtung, dass es einem wieder besser geht. Ja, wie gesagt, meine Woche ist auch diese Woche wieder sehr voll. Ich habe es ja letzte Woche mal gezeigt. Ich habe es jetzt schöne halbe schon mal zusammengefallen, dass ich hier keine Ärzte und sonst was. Also mein Termin für diese Woche ist auch wieder sehr, sehr voll. Ich habe viel zu tun. Gerade heute war ich von Termin zu Termin gerannt und ja, auch ohne Bock. Muss ja, ich bin jetzt für sich auch froh, dass jetzt der letzte Punkt weggefallen ist, weil der Physiotherapeut, der Körpertherapie macht, der ist heute nicht im Haus, der ist anscheinend krank oder so. Ich habe nicht nachgefragt, er war heute nicht da. Feierabend, jetzt ist auch genug, ich bin auch heute fix und fertig. Nach Wirbelsäulen, Gymnastik, Nordic Walking ist schon. Nur das Therapiegespräch war halt sehr nice. Ich hatte jetzt heute mein Therapie. Also kurz bevor ich hier das Video gestartet hatte ich Therapie. Eigentlich hatte ich das Video eh schon. Ich muss euch das jetzt. Ich hatte das Video schon eigentlich schon zweimal abgedreht. Einmal im Wald, weil ich mir gedacht habe, geil, nach Mittagessen oder nochmal kurz im Wald und ich mache den Vlog im Wald. Habe dann gemerkt, ja, Kacke, war ziemlich zugig da und man hört nur permanent den Wind rauschen, aber kein Schwein hat mich verstanden. Okay, kannst du nicht machen. Gut, gehst du hoch, machst du wieder am Laptop. Hab dann nicht gesehen, dass OBS das Mikrofon aus hatte. Hatte ich es ohne Ton. Ja, super. Gratulation, danke dafür. So, wie gesagt, mein Terminplan ist voll. Abends komme ich da ein bisschen runter zur Ruhe und kann hier und da was machen. Ich habe mir ein bisschen Arbeit mitgenommen. Wenn ich Zeit habe, kann ich daran arbeiten. Ich habe zwei Aufträge noch von Zietze und von jemand Unbekanntes, der nicht genannt werden muss. Zwei Bilder malen oder eins verbessern, eins malen. Und ja. Und ich habe einfach ein paar Sachen schon gescriptet. Also ich habe ja Unreal-Tutorials gemacht, die werde ich dann auch weitermachen. Jetzt ist wieder eine Phase, wo ich da wieder Bock drauf habe, wieder Blödsinn in den Anwendenden zu machen und auch Leuten zu zeigen, wie das funktioniert. Ich habe da ein paar Skripte geschrieben schon für ein paar Tutorials, die man hier machen kann. Auch simple Sachen, wo ich keine große Vorbereitung oder irgendwas brauche, sondern wir fangen einfach mit einer Blankoszene an. Ich zeige euch ein paar Sachen mit Kamera, mit Widgets-Menüs und so weiter, aber das dann mal anders. Ich habe auch ein neues oder ich habe ein altes Projekt wieder gestartet. Und ich hatte schon zwei Devlogs oder so, glaube ich, irgendwann mal schon mal dazu gemacht. Ich hatte vor längerer Zeit das Projekt gestartet, dass ich halt C++ programmieren möchte und ein eigenes Spiel machen möchte. Ein Fighting Game, also Beef Fighter hatte ich das gerade, oder Beef Wars oder sowas hatte ich es genannt. Und an dem werde ich ein bisschen weiterarbeiten. Da werde ich auch ein separates Video noch zu machen, damit das hier nicht so ganz konfus in alle Richtungen geht. Ja, ein bisschen was in Unreal machen. Und ich habe auch so ein paar Ideen für andere Videos. Generell, ich fange ja eh
Nach der Gamescom will ich ja eh wieder anfangen, Aufträge zu machen, dass ich auch mal Videos generell dazu mache. Einmal aus Sicht der Künstler, einmal aus Sicht des Käufer, weil ich kenne beide Sichten. Ich habe Sachen schon verkauft, ich habe aber Sachen schon gekauft. Bin auch in die Schnauze gefallen, weil ich Leuten vertraut habe, denen man vielleicht nicht vertrauen musste. Deswegen, dass man mal ein paar Videos in die Richtung macht, dass ich auch wirklich bei meiner Kunst, Games, Art, Geschichte bleibe, dass das halt so das Hauptthema auf dem Kanal wird in alle möglichen Richtungen. Vielleicht hier und da das eine kunstbasierte Drama oder so oder YouTuber-basierte Drama. In Deutschland ist es ja relativ ruhig, aber so international, vielleicht der ein oder andere ist vielleicht mal gut drüber zu sprechen. Hier kenne ich halt einen, der scammt. Gerade bei den YouTubern habe ich gesehen, das ist ja momentan ein großes Problem, dass viele Leute gescammt werden von allerlei Artist, dass man mal darüber spricht, wie erkenne ich jetzt, dass das ein vernünftiger Artist ist, dass ich nie übers Ohr gehauen würde, so die Red Flags quasi für Auftrag geben. Und halt, wenn ihr einen Auftrag geben möchtet, und wie mache ich es, das, damit es dem Künstler leichter fällt, dass mein Auftrag halt auch besser vorankommt, wie kommuniziere ich das? Ich kann das natürlich nur an meinem Beispiel nehmen. Ich frage dann auch ein paar andere Buddies von mir, die Aufträge machen, ob ich irgendwas be noch bedacht habe oder nicht bedacht habe, was für sie wichtig ist, dass man das mal so ein Video zusammenfasst, aber dafür jedes Mal so ein separates Video macht, dass es einfach ein Thema in sich ist. Der Blog ist ja mehr so eine Mindmap, so ein Gedankenwirrwarr, ein Brainstorm, keine Ahnung, was mich halt die Woche so beschäftigt, was so passiert ist. Und das war so ein Hauptthema für mich, wie geht es dann weiter nach der Reha, weil ich werde krankheitsunfähig schon mal entlassen, das hat mir jetzt schon direkt gesagt, weil ich hab noch einen langen Weg vor mir, bis ich wieder fit bin. Ich bin momentan ja nicht stressresistent, ich habe Motivation, ist schwierig, brauche sehr, sehr lange und das muss alles wieder. Es ist halt bei mir viel kaputt und es dauert eine lange Zeit, bis das Ganze, was halt über Jahre, Jahrzehnte teilweise kaputt gegangen ist, dass man das mal richtig aufarbeitet und fixt, weil es war jetzt zu viel und wir müssen ja mal das Fundament kitten, dass das nicht wieder passiert. Und ja, ist gerade in meiner Jugend ist schon einiges schief gelaufen, was immer noch an mir hängt. Und das muss mal gekittet werden. Das ist ja das. Leicht geht's kaputt, schwierig wird es halt mit dem Ganzen machen. Das ist wie eigentlich im echten Leben. Wenn eine Vase umgeschmissen wird, ist die sehr leicht kaputt. Aber das Ding wieder zu kleben und zu fixen, dass Wasser drinnen bleibt, ist dann nicht so einfach. So, ich habe mein Gedankenchaos in den Vlog geworfen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch Ton. Ich habe immerhin schon mal ein Bild, das sehe ich nämlich. Auch der Anzeiger bewegt sich hin und her, dass man mich versteht. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, wenn es euch schlecht geht, unten in der Beschreibung, da ist eine Telefonnummer und eine Webseite. Meldet euch da, wenn es euch echt nicht gut geht. Auch wenn ihr noch einen schlechten Tag habt und jemanden zum Erzählen braucht, da unten Telefonseelsorge. Das ist auch so ein erst guter Anlaufspunkt. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut.